Einen wunderschönen guten Karfreitagabend. Herzlich willkommen, liebe Sammlerinnen und Sammler, zum PCAS Easter Break 2016. Auch in diesem Jahr werden wir uns wieder daran machen, über 4 Tage verteilt 12 Boxen zu öffnen. Diese im Team Random Modus. Für alle, die den noch nicht kennen, komme ich gleich dazu, wie das funktioniert. Heute Teil 1, die ersten 3 Boxen. Wir starten mit einer Box Upper Deck Series 2 aus dem Jahr 13/14, gefolgt von Black Diamond 13/14 und einer Box Contenders 13/14. Das also das Programm von heute. Dann zum Team Random. Team Random: Vor jeder Box werden wir die Teams neu zulosen. Das funktioniert so, dass ein Randomizer für die Teams durchgeführt wird, dann ein Randomizer unter allen Spots. Die Spots werden den Teams zugelost. Entsprechend bekommt jeder Teilnehmer für seinen Spot, für jede Box, ein neues Team zugelost. So einfach ist das. Das heißt, wir starten gleich mal den Randomizer für Box 1, Upper Deck Series 2. 13, 14. Dann seht ihr auch gleich, wie das funktioniert. Ich habe hier die 30 Spots, die gehen jetzt dreimal durch den Randomizer und das gibt dann die Reihenfolge für die Zulosung der Teams. Zweimal und das dritte Mal. So, hier die Bestätigung, randomized 3 times. Wir haben auf Nummer 1 Rooster Jens, auf 2 Martino 18, 3 Sina, Debütantin, 4 nochmals der Rooster, 5 D-Mac, Dario, 6 Andu, 7 der NHL Collector, 8 Mimo, 9 Andreas, dann auf 9 Chance 11 Sven und auf 10 SV Elversberg Matthias. Dann Spot 11 geht an PCS. 12 an Woodstock, Daniel, 13 PCS, 14 Rolli, 15 Jochen, 16 PCS, 17 Reto, 18 PCS, 19 Rolli und 20 PCS. 21 Doctorero Peter, 22 Woodstock Daniel, 23 Wolfi, 24 Wolfi, 25 Doctorero Peter, 26 der Minnesota Gucci Stefan, 27 PCS, 28 Reto, 29 Jochen und 30 der Minnesota Gucci. Das also die Reihenfolge der User für den ersten Break und wir kommen jetzt gleich zum Spannenden. Nämlich die Zulosung der Teams. Dreimal randomized. Eins,
zwei, drei. Wir haben auf 1 Rooster Columbus, 2 Martino Winnipeg, 3 Sina Ottawa, 4 Rooster Philadelphia, 5 D-Mac Anaheim, 6 Andrew Buffalo, 7 der NHL Collector Boston, 8 Mimo mit Washington, 9 Sven mit Calgary und 10 Matthias mit Tampa, 11 PTS Nashville, 12 Daniel mit Edmonton, 13 PTS St. Louis, 14 Rolly Florida, 15 Jochen New Jersey, 16 PTS Colorado, 17 Reto Carolina, 18 PTS mit den Islanders, 19 Rolly mit Chicago, 20 PTS mit Detroit, 21 Doctorero mit Minnesota, 22 Daniel mit Dallas, 23 Wolfi Montreal, 24 Wolfi Toronto, 25 Doctorero San Jose, 26 der Minnesota Guzzi mit Vancouver, 27 PTS Pittsburgh, 28 Reto mit den LA Kings, 29 Jochen Arizona und 30 der Minnesota Guzzi mit den New York Rangers. Hier noch die Bestätigung. Soweit also die Zulosung der Teams für den ersten Break. Das heißt, wir starten mit Box 1 PTS Easter Break 2016. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück, viel Spaß und tolle Hits. Wir starten mit einer Upper Deck Young Guns Rookie Card für die Philadelphia Flyers, Scott Laughton. Scott Laughton. Wir haben eine OPG Rookie Update für die San Jose Sharks. Da ist er wieder, Tomas Hertl. Für die Sharks. Wir haben eine Upper Deck Game Jersey Card für die New York Rangers, Carl Hagelin. Hagelin. Die Rangers. OPG Rookie Update für die LA Kings, Martin Jones. Young Guns Rookie Card für die Chicago Blackhawks, Antti Raanta. Antti Raanta. Wir haben eine Upper Deck Canvas Insert für die Nashville Predators, Shea Weber. Upper Deck Canvas
insert für die Philadelphia Flyers Sean Couturier. Wir haben eine OPG Update. Rookie Retro Version für die San Jose Sharks, Freddie Hamilton. Für die Sharks. Young Guns Rookie Card für die Montreal Canadiens, Christian Thomas. Updeck Canvas Insert für die Colorado Avalanche, Gabriel Landeskog. Gabriel Landeskog. Base cards. Wir haben eine OPG Rookie Update für die Detroit Red Wings, Tomáš Jurko. Young Guns Rookie Card für die New York Islanders, Thomas Hickey. Young Guns Rookie für die Florida Panthers, Nick Bjugstad. Nick Bjugstad. Wir haben eine OPG Update Rookie Retro Version für die Dallas Stars. The Nuke. Valery Nijushkin. Wir haben eine Hockey Heroes 1990s Insert für die Pittsburgh Penguins. Ron Francis. Hockey Heroes 1990s insert for the LA Kings, Wayne Gretzky. Gretzky. OPG Rookie Update für die Buffalo Sabres, Semgus Gergensens. Und wir haben eine Upper Deck Exclusives Parallel 68 von 100 für die Calgary Flames, David Jones. David Jones. Upper Deck Canvas Young Guns Insert für die Detroit Red Wings, Tomáš Jurko. Tomáš Jurko.
Upper Deck kennen, was insert für die Dallas Stars Tyler Seguin. OPG-Update für die Philadelphia Flyers, Vincent Lecavalier. Wir haben eine Rookie-Materials-Jersey-Card für die Ottawa Senators, Corey Conacher. Upper Deck Young Guns Rookie Card für die Arizona Coyotes, Connor Murphy. Und zum Schluss der ersten Box gibt's eine Upper Deck MVP Rookie Card für die Detroit Red Wings, Tomáš Jurko. Das also Box 1. Und wir kommen zum Random für Box 2, Black Diamond 13-14. Und starten mit den Usern. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Wir haben auf 1 Rooster, Jens, 2 Jochen, 3 PCIS, 4 Jochen, 5 Minnesota Guzzi, 6 Reto, 7 Rolli, 8 Woodstock, Daniel, 9 und 10 PCS, 11 Martino, 18, dann 12 PCS, 13 Rooster, 14 und 15 Wolfi, 16 D-Mac, 17 Woodstock, 18 Doctorero, 19 der NHL Collector, 20 PCS, 21 Sina, 22 PCS, 23 Doctorero, 24 Sven, Chance 11, 25 Minnesota Guzzi, 26 SV Elversberg Matthias, 27 Mimo 9 Andreas, 28 Andu, 29 Rolli und 30 Reto. Die Teams Black Diamond 1-mal, 2-mal und das dritte Mal. Voilà. Wir haben Rooster auf 1 mit Dallas, 2 Jochen St. Louis, 3 PCS Philadelphia,
4 Jochen Pittsburgh, 5 Minnesota Gutsy New Jersey, 6 Reto Nashville, 7 Rolly Columbus, 8 Woodstock Anaheim, 9 PTS Winnipeg, 10 PTS Vancouver, 11 Martino Calgary, 12 PTS Carolina, 13 Rooster LA Kings, 14 Wolfie San Jose, 15 Wolfie Detroit, 16 D-Mac Toronto, 17 Woodstock Edmonton, 18 Doctorero Ottawa, 19 NHL Collector New York Rangers und 20 PTS Washington, 21 Sina Arizona, 22 PTS Tampa, 23 Montreal für den Doctorero, 24 Chance mit Boston, 25 Minnesota Gutsy mit Minnesota, 26 SV Elversberg mit Colorado, 27 Mimo 9 Chicago, 28 Andrew Florida, 29 Rolli mit den Islanders und 30 Reto mit Buffalo. Black Diamond 13-14. Schauen wir, was diese Box hergibt. Zuerst das Bonuspack. Wir haben Base für die Minnesota Wild. Updeck Ice, sorry, Base Ryan Suter, Minnesota Wild, Alexander Steen, St. Louis Blues, Tyler Ennis, Buffalo Sabres und Derek Stepan, New York Rangers. Und wir haben eine Ice Premieres Rookie Card auf 9,99 für die Buffalo Sabres, Johan Larsson. Johan Larsson. Wir haben eine Triple Diamond Rookie Gems für die Vancouver Canucks, Niklas Jensen. Base. Rookie Gems Triple Diamond für die Nashville Predators, Austin Watson. Austin Watson. Triple Diamond für die Edmonton Oilers, Taylor Hall. Triple Diamond für die Toronto Maple Leafs, Doc Gilmore. Wir haben eine Triple Diamond für die Anaheim Ducks, Teemu Selanne. Und eine Triple Diamond Rookie Gems Ruby Version auf 150 für die Florida Panthers, Drew Shore. Drew Shore. Cool.
Quad Diamond für die New Jersey Devils, Martin Brodeur. Und wir haben eine Double Diamond Jersey Card für die Vancouver Canucks, Henrik Sedin. Henrik Sedin für die Canucks. Wir haben eine Quad Diamond für die Chicago Blackhawks, Jonathan Taves. Und eine Championship Rings Insert für die Chicago Blackhawks, Andrew Shaw. Andrew Shaw Championship Rings. Base. Quad Diamond für die Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby. Wir haben eine Rookie Gems Quad Diamond für die Calgary Flames, Sean Monahan. Sean Monahan. Quad Diamond für die Colorado Avalanche, Joe Sakic. Double Diamond für die Philadelphia Flyers, Braden Schenn. Base. Double Diamond für die Anaheim Ducks, Corey Perry. Double Diamond für die Anaheim Ducks, Ryan Getzlaff. Double Diamond für die Washington Capitals, Braden Holtby. Base. Double Diamond für die Philadelphia Flyers, Steve Mason. Und wir haben eine Triple Diamond Rookie Gems für die New Jersey Devils, Eric Gelinas. Und eine Double Diamond Jersey Card für die Pittsburgh Penguins, Evgeny Malkin. Das also Black Diamond. Und wir kommen zur dritten und letzten Box des ersten Tages. Contenders 13-14 und starten wieder den Random. Dreimal. Die dritte Runde. Wir haben auf 1 D-Mac, 2 Woodstock,
3 Chance 11. 4 Petiais. 5 Doctorero. 6 Jochen. 7 Petiais. 8 Woodstock. 9 Reto. Und 10 Rolli. 11 Petiais. 12 Wolfi. 13 Sina. 14 Minnesota Guzzi. 15 NHL Collector. 16 Jochen. 17 Martino 18. Dann haben wir auf 18 Rolli. 19 Mimo 9 und 20 SV Elversberg. 21 Andu. 22 PCS. 23 Rooster. 24 Minnesota Guzzi. Dann haben wir 25 Wolfi. 26 Rooster. 27 PCS, 28 Doctorero, 29 Reto und 30 PCS. Die Teams dazu. 1, 2, 3. 1 D-Mac Tampa, 2 Woodstock Columbus, dann Chance auf 3 mit Edmonton, PCS 4 Boston, Doctorero 5 Arizona, Jochen 6 Chicago, PCS 7 Nashville, Woodstock 8 New Jersey, Reto 9 Rangers, 10 Rolli LA Kings, 11 PTS San Jose, 12 Wolfi Ottawa, 13 Sina Detroit, 14 Minnesota Guzzi Philadelphia, 15 NHL Collector Winnipeg, 16 Jochen Calgary, 17 Martino 18 mit Carolina, 18 Rolli Colorado, 19 Mimo Buffalo, und 20 SV Elversberg Washington, 21 Andu Dallas, 22 PTS St. Louis, 23 Rooster Vancouver, 24 Minnesota Guzzi Anaheim, 25 Wolfi Minnesota, 26 Rooster Montreal, 27 PTS Toronto, 28 Doctorero Pittsburgh, 29 die Islanders für Reto und 30 Florida für PTS. Hier die Bestätigung und wir machen uns an die letzte Box des ersten Tages. Contenders 13-14 mit hoffentlich tollen Hits. Base, und nochmal Base, wir haben eine
Rookie Ticket Signature für die Ottawa Senators, Corey Conacher, Rookie Ticket Signature für die Ottawa Senators. Dann haben wir eine Contenders Parallel, Gold Parallel auf 100 für die Tampa Bay Lightning, Marty St. Louis. Wir haben eine Contenders Quad Signature. Contenders Quad Signature für die Tampa Bay Lightning. Tyler Johnson, Alex Killorn, Andre Palat und Ricard Panik. Quad Signature für die Tampa Bay Lightning. Das ist doch mal was. Base. Wir haben eine Rookie Ticket Signature für die Anaheim Ducks, Emerson Eaton. Base. Wir haben eine Contenders Legacies auf 4,99 für die Tampa Bay Lightning, Dave Andrychuk. Eine Lightning Box. Wir haben eine Contenders, a Rookie auf 600 für die Pittsburgh Penguins, Jason Menya. Wir haben eine Selk Contenders Insert auf 4,99 für die Carolina Hurricanes, Jordan Stahl. Wir haben eine Playbook First Drafts Signature für die Calgary Flames, Calgary Flames. Base. 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 Nochmal Base. Und zum Schluss eine Hard Contenders Insert auf 4,99 für die Chicago Blackhawks, Jonathan Taves. Das war's von Tag 1. Morgen geht's weiter mit 3 weiteren Boxen vom Easter Break 2016. Bis dann wünsche ich euch einen schönen restlichen Freitagabend, ein weiterhin tolles Osterwochenende. Bis morgen, macht's gut, tschüss zusammen.